Guten Morgen, ich habe diesen Saft hier über ungefähr 30 Tage genommen. Das ist der Bio-Noni de Tahiti-Saft. Einer von euch oder eine hat mir in irgendeinem Kommentar geschrieben, dass sie Noni-Saft nimmt. Diejenige kann sich jetzt angesprochen fühlen, dass sie mich inspiriert hat, das tatsächlich auch mal zu probieren. Und das war eine Entscheidung, die habe ich nicht ohne weiteres getroffen, weil dieser Saft, das ist ungefähr 1 Liter, ich habe euch den unten bei Amazon verlinkt, der kostet in einer ansprechenden Qualität, also Bioqualität, 30 Euro. Also 30 Euro kostet dieser Saft. Und das finde ich extrem heftig. Und entsprechend habe ich mich informiert. Und ja, da kommt man auf diverse Seiten, die natürlich immer dann auch das Produkt verkaufen wollen. Das ist mir klar. Aber kann ja trotzdem sein, wenn etwas gut ist, dass man das dann auch bewirbt, dass es gut ist. Ist ja durchaus legitim. Und von daher, ja, habe ich da einiges gelesen und ja, habe ich dann entschieden, diesen zu nehmen. Erstmal zu den positiven Wirkungen, die dieser Saft haben soll. Also, er soll gegen Entzündungen helfen. Das ist so das Ding, warum ich das auch genommen habe. Ich leide eigentlich seit Geburt an einem hohen Maß an Entzündungen. Das heißt, ich hatte als Kind Mittelohrentzündung, ich habe mittlerweile auch eine chronisch entzündete Schilddrüse. Ich habe generell auch viel Rötungen, Entzündungen an der Haut, wenn irgendwas passiert ist im Jugendzeitalter. Ich generell meine Konstitution Pitta neigt auch, das ist aus dem Ayurveda, neigt auch zu Entzündungserscheinungen und ich bin quasi ein großer entzündeter Balg. Deswegen habe ich auch so ein Feuer in mir und habe auch diese Aktivität und diesen Elan, Menschen mitzureißen und zu begeistern. Das ist das Feuer in mir. Das bezahle ich aber an anderer Stelle mit vielen Entzündungen im und auf dem Körper. So, und da sollte mir der Noni-Saft helfen. Zudem ist der Noni-Saft auch gut gegen Depressionen und ja, also Depressionen ist für mich ein Thema, das hatte ich früher. Mittlerweile würde ich sagen, ich habe Stimmungsschwankungen, wie jeder auch. Nicht nur, weil ich selber mich, was das angeht, ein Stück auf eine andere Ebene heben konnte, sondern weil ich mittlerweile auch Menschen kennengelernt habe und auch ja, durch die letzten Tage des Lebens begleitet habe, die unter Depressionen gelitten haben und die eben sich dann das Leben nehmen. Und dann erkenne ich, okay, was ich hatte, ist keine Depression. Zumindest nicht in dem Maße. Genau. Also, Depression soll helfen. Und es soll auch Anti-Aging-Effekte haben. Ja gut, das nimmt man halt dann eben immer mit. Und ja, letztlich habe ich dann halt jetzt das einen Monat getrunken. Und nun wird sicherlich der ein oder andere sagen, ja, nach einem Monat, da kannst du noch nichts feststellen und so weiter. Aber ich bin eine andere Meinung. Ich denke, wenn man etwas zu sich nimmt, was einem gut tut, dann merkt man das. Auch wenn man die Effekte, dass es einem gut tut, gar nicht explizit merkt, aber man weiß, das ist das Richtige und deshalb nehme ich es weiter. Und nach einem Monat kann ich sagen, ich nehme es nicht weiter. Ich habe diese Flasche hier aufgebraucht. Ich habe frühs und abends, ich glaube 25 Milliliter oder so, also immer so einen kleinen Schluck genommen und habe gar nichts festgestellt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Zeit auch noch eine Mittelohrentzündung bekommen habe, wieder einmal. Und da der Saft sozusagen auch hätte gleich mal in Aktion treten können. Und auch so muss ich sagen, ich habe keinerlei positive Effekte feststellen können. Und ich habe dann auch nochmal recherchiert und mir diese wissenschaftlichen Belege, die ich bei meiner Anfangsrecherche mir angeschaut habe, beziehungsweise die ich gelesen habe, war immer nur ein Link zur Studie, habe ich dann mal gelesen. Hätte ich eher tun sollen. Aber, ne, denn das Gute dran, hier kann man auch nichts falsch machen. Das ist ein frischer Saft und der hat auf jeden Fall Nährstoffe ohne Ende. Der ist auf jeden Fall nicht schädlich und der ist auf jeden Fall etwas Gutes, was ihr eurem Körper tut. Die Frage ist, wäre es denn 30 Euro wert oder ist es 30 Euro wert? Und die wissenschaftlichen Studien sind halt, ja, es hilft natürlich gegen Entzündungen, weil Antioxidantien enthalten sind. Sie sind natürlich aber auch im Apfel enthalten und im frischen Apfel wahrscheinlich mehr als in so einem, ich glaube nicht, dass der Rohkostqualität ist, sondern dass er quasi erhitzt wurde, pasteurisiert, als in diesem Saft. Dann ein großes Ding, was immer wieder kommt, es regt die
Lymphozyten, die weißen Blutkörperchen. Und deshalb tut es deiner Gesundheit gut. Ja. Aber das machen eben Bohnen auch. Das macht Möhren machen das auch. Und Knoblauch macht das auch. All die grundsätzlichen Dinge. Und so wurde mir Stück für Stück klar, nachdem ich sozusagen einmal die Empirie habe, also das heißt meine Erfahrung über diesen Zeitraum und mein Gefühl dafür und andererseits die wissenschaftlichen Studien, die Heilwirkung, die dieser Saft auch dann bestätigen, gelesen habe, das ist wieder einfach nur ein großer Marketingball ist. Ne? Geht raus, isst Wildkräuter, geht raus, isst Äpfel, geht raus, isst Birnen, was auch immer. Oder kauft euch schon wieder Bananen und Melonen, die von der anderen Seite der Welt hergeschippert worden sind. Wenn ihr da ökologisch das vertreten könnt und euer Genuss da so hoch ist. Und das ist durchaus auch bei mir so. Ne? Also keiner von uns ist da 100% auf dem perfekten Lifestyle. Aber das alles ist sinnvoller, als einen pasteurisierten Saft für 30 Euro dem Liter zu kaufen. Dessen Effekte, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, zwar real sind, aber sie werden, ich will sagen, hochstilisiert. Das bedeutet, er ist gut gegen Krankheiten, weil er Vitamine hat. Ja, klar, aber eben auch woanders drin. Das heißt, in diesem Saft ist nichts, was irgendwo in den normalen Sachen nicht drin wäre. Aber dann kommt Folgendes. Dann kommt der Verkäufer von dem Bio-Noni Detahiti-Saft und sagt mir, da ist Xeronin enthalten. Xeronin, das ist nur hier enthalten, das gibt es sonst nirgends. Und das ist natürlich ein Argument. Xeronin, ah, interessant. So. Und dann habe ich auch wieder im Internet geschaut, was das nun mit dem Xeronin auf sich hat. Ich kann das eigentlich relativ kurz fassen, muss gar nicht so das Xeronin betrachten, sondern es gibt, also das Xeronin hat damals ein Wissenschaftler irgendwann mal extrahiert und rausgefunden, dass das da drin ist. Aber es konnte nicht reproduziert werden. Es konnte, also diese Entnahme oder diese Analyse, also viele Biochemiker haben sich daran versucht, dieses Xeronin hier wieder zu finden in diesem Saft. Und das ist nicht nochmal möglich gewesen. Also es konnte nicht reproduziert werden. Das heißt, das ist ein Punkt, wenn es um wissenschaftliche Analyse geht oder um unser Denken. Wissenschaftler sagen ja viele so sind ein bisschen abgeneigt, aber sag mal von unserem Verstandes her, wenn etwas nicht reproduzierbar ist, dann war es eben Zufall oder dann war Manipulation im Spiel. Und entsprechend, ja, ist dieses Xeronin, was angeblich enthalten sein soll, ist nicht noch einmal aus dieser Frucht heraus extrahiert worden in einem Umfeld, was halt wissenschaftlich bestätigt wird und nicht irgendwie, ja, ich habe unten bei mir im Labor, habe ich das Xeronin auch wieder rausgefunden oder so. Das heißt, das hier ist also aus meiner Sicht ist dieser Noni-Saft auf jeden Fall gesund, wie auch ein Apfelsaft oder vielleicht auch so gesund wie ein Granatapfelkernsaft, den ich wahrscheinlich noch ein bisschen höher einstufen würde, weil der etwas enthält, was tatsächlich nur in dem Granatapfelsaft enthalten ist. Da hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht. Ja, also er ist gesund, er ist aber meiner Meinung nach keine 30 Euro wert und da ist wieder das Marketing, was dahinter steht. Und diese Erfahrung wollte ich mit euch teilen, dass ihr, ja, bevor ihr diesen Noni-Saft kauft, wenn ihr den irgendwann mal gehört habt, für euch entscheidet, ob ihr wirklich der Meinung seid, dass es 30 Euro wert ist. Vielleicht ist es das für euch, vielleicht ist da ein geheimer Stoff enthalten, irgendwie ein Energiemuster, was euch persönlich weiterbringt, mich nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, euer Christian. Ciao. Oh.